Wenn wir auf die Ukraine blicken, wir könnten jeden Tag unzählige Heldengeschichten erzählen von Zivilisten, von Soldaten. Aber ein Mann steht natürlich für diesen Krieg, das ist Präsident Zelensky. Vorher ziemlich unbekannt, ein Schauspieler, der zum Staatsoberhaupt geworden ist. Und auf einmal Kriegspräsident. Wie gibt er sich in dieser Rolle? Er wird weltweit gefeiert. Es gibt von Politikern Standing Ovations, egal wo er hingeht. Ja, ich glaube, er ist in diese Rolle sehr schnell reingewachsen. Und ich glaube schon, dass Personen gerade in Krisensituationen wie einem solchen Krieg eine Relevanz haben. Wir sagen ja oft, das sind Government-Strukturen, es sind Gesellschaften, es sind Kulturen, alles schon wichtig. Aber ich glaube, dass Personen, bestimmte Personen einen Unterschied machen können. Ich sage mal auf Englisch, Leaders lead, they do not follow. Und er ist eben jemand, der ist ein Leader der Ukraine. Er hat immer die richtigen Worte, immer die Ansprache, auch die symbolische Kommunikation. Also das, was man vielleicht im Westen manchmal ein bisschen zu wenig hat, hat er in hohem Maße. Und er hat es eben geschafft, auch den westlichen Staaten ein schlechtes Gewissen zu machen. Mit der Art und Weise, wie er aufgetreten ist. In der Münchner Sicherheitskonferenz sprach er ja vom Kampf von David gegen Goliath. Und er war aber keine Steinschleuder, um Goliath zu bekämpfen. Also diese Metaphern, die er benutzt, der ist auch nicht so aggressiv wie Melnik, der ukrainische Botschafter hier in Berlin. Also er hat da schon eine bessere... ein besseres Fingerspitzengefühl. Und er ist eine enorm wichtige Figur. Stellen wir uns mal kontrafaktisch vor, es wäre russischen Spezialkräften gelungen, Zelensky zu töten in den ersten Tagen. Also das ist, hat für die Einheit dieser Nation, dieser Gesellschaft und auch für das Ausmaß der Unterstützung eine ganz enorme Bedeutung. Und wir sehen, wie wichtig Politiker in Führungsrollen sein können. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.